Frage fürs nächste Mal. Kannst du als Intro-Song Herr der Ringe-Musik benutzen? Klar! Wie kamst du auf das Somnium-Logo? Ganz einfach. Ich wollte gerade genüsslich einen Hotdog essen und hab dann realisiert... Nein, Spaß. Also die eigentliche Entstehungsgeschichte ist, ich war gerade im Büro am Arbeiten und hatte für meine Steuererklärung alles fertig gemacht und ein paar Dokumente sortiert und wollte die dann zusammenheften, hatte dann so eine Büroklammer und als ich die dann aufgeklappt habe... In welche Zeit würdest du reisen, wenn du eine Zeitmaschine hättest? Also ich würde auf gar keinen Fall in die Vergangenheit reisen wollen, weil ich gar keinen Bock auf einen Butterfly-Effekt hätte, dass ich irgendwas verändere und dann ist plötzlich mein ganzes Leben anders. Aber in die ferne Zukunft, da könnte ich hinreisen. Wow! Okay, es scheint keine Menschen mehr zu geben. Hello there. Dinosaurier haben sich evolutionär wiederentwickelt? Ja, nur mit einem kleinen Unterschied, dass sich nach 100 Millionen Jahren eine einzige Kleidermarke nach wie vor durchgesetzt hat. Was wäre, wenn du eines Morgens aufwachst und merkst, dass du nicht mehr zaubern kannst? Ja, das war ein schöner Traum. Erstmal wieder den Step Change üben, so wie immer, jeden Morgen. Also, ein Double und... Warte. Warte mal, ich kann den Step Change nicht mehr. Was? Okay, vielleicht funktioniert ja Kartenmischen. Versuchen wir es. Ah! Okay, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. River Fan? Ach nee, warte mal. Bei dem hatte ich sowieso Schwierigkeiten. Was kann ich tun? Ah, ich könnte ja wieder zu den Dinos reisen. Ah, da bin ich wieder. Hallo, lieber Dino-Mann. Hallo. Ich habe Zaubern verlernt. Kannst du mir Zaubern beibringen? Klar, kann ich dir erklären. Als erstes musst du einen Riffle-Fan können. Der geht so. Ist es eigentlich möglich, durch die Tür da hinten zu gehen? Du meinst durch die Tür? Durch die kann man gehen. Lasst es mich euch zeigen. Simsalabim, und durch die Tür gehe ich jetzt durch. Das hat sich zwar nicht gereimt, aber okay. Nee, Pina, und? Nein, Madame. So nicht. Ja, okay, gut. Aber nur ganz kurz. Ich bin gerade am Video drehen, Pino. Ja. Okay, weiter geht's. Was verbirgt sich hinter der Tür? Das darf ich euch leider nicht sagen. Okay, ich sag nichts. Aber falls ihr Theorien habt, ab in die Kommentare damit. Dann, liebe Freunde, hatte ich euch ja in der letzten Folge gefragt, habt ihr irgendwelche Theorien dazu, warum habe ich Staub auf meinem Hoodie? Und ihr habt ganz viele interessante Ideen in die Kommentare geschrieben und die hier fand ich unter anderem mit am besten. Meine Theorie, Matti hatte einen Mental Breakdown. Dann hat Matti 2.0 den Kanal übernommen. Weil es aber nicht der echte Matti war, konnte er nicht so guten Content machen und die Abos gingen abwärts. Matti 2.0 hat kapituliert und den echten Matti wieder ins Boot geholt, der gleich wieder mit einem Frag Mr. Trick XL starten wollte und in seinen Videos auch viel verrückter ist, weil er in der Pause die ganze Zeit auf dem Boden lag, wo er nach dem Breakdown umgefallen war und sich erholen musste. Daher auch der Staub auf dem Hoodie. Du glaubst also, dass Matti 2.0 dafür verantwortlich ist, dass mein Kanal den Bach runterging? Yep, erwischt. Classic. Warte, Bruder, du hast meinen Kanal fast getötet. Bro, ich war stets bemüht, okay? Es tut mir leid. Aber kurze Frage noch. Wann kommt Prestige? Wenn du wirklich zaubern könntest, welches Kunststück würdest du dann auf der Bühne zeigen? Lil. Wenn ich wirklich zaubern könnte, ganz klar, ich würde dem Haido eine Freundin herzaubern. Und das sah dann so aus. Fokus, Fokus, yo. Eine Freundin für Haido. Guck mal, Bro. Nicht, weil ich eine Zauberei funktioniert. Nein, jetzt mal for real. Ich würde tatsächlich das für meine Mentalmagie nutzen und meinen Zuschauern Gedanken in die Köpfe pflanzen. Und jetzt, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, habt ihr alle den gleichen Song in eurem Kopf. 3, 2, 1! Nein, also jetzt mal wirklich, for real. Freunde, ich fand die Frage so gut, schreibt ihr mir doch in die Kommentare, was würdet ihr auf der Bühne machen, wenn ihr wirklich Zauberkräfte hättet, das dann aber als Zaubershow verkaufen wollt. Was würdet ihr performen? Und jetzt eine Stimmimitation zu Teller. Well, Teller here has a pretty good idea how this trick works. Right, Teller? That's pretty much it. Was macht die Gitarre da denn bitte? Wieso, was macht die denn?
Die macht doch gar nichts. Naja, egal. Ich muss kurz meinen Hund füttern gehen. Er ist weg. Schnell, lass üben für unseren Auftritt. Hat die 2.0 auch eine Freundin? Klar, jede Version von mir hat eine Freundin, selbst Matti 31. Und trotzdem hast du keine Freundin. Was macht dich besonderer als andere Zauberer? Oh magische Miesmuschel, was macht mich besonderer als andere Zauberer? Gar nichts. Ein Hoch auf die magische Miesmuschel. Wenn du mit drei Leuten aus der Geschichte zu Abend essen könntest, welche wären das? Ganz klar. Houdini, S.W. Erdnase, von dem niemand weiß, wer er oder sie überhaupt ist, und Ed Marlowe, weil ich von ihm die meisten Techniken gelernt habe. Wirklich schön, dass wir uns hier alle zusammenfinden konnten. S.W. Erdnase, über dich freue ich mich natürlich ganz besonders, endlich mehr über dich zu erfahren. Ed Marlowe, von dir habe ich die meisten Techniken gelernt. Dankeschön dafür, dass du existiert hast. Und Houdini wird uns seinen neuen Entfesselungs-Act zeigen. Also, Erdnase, wer bist du? Die Frage sollte er lauten, wer ich einmal war. Wer war's? Ey Leute, check das mal aus. Meint ihr, das ist eine gute Technik? Ich glaube, ich schreibe ein Buch darüber. Okay. Zurück zur Sache. Erdnase, wer warst du? Ich war ein Junge, der immer geträumt hat. Du bist ein Junge? Das habe ich nie behauptet. Ey Leute, wie findet ihr das hier? Kommt rein, die Karte. Und schon ist sie wieder oben. Ich glaube, das nenne ich Marlowe-Tilt. Marlowe, cooler Name. Und danach kann man auch das hier machen. Mann, Marlowe, halt's Maul! Ich möchte wissen, wer du bist. Wovon hast du geträumt? Von einer Welt, in der Magie existiert. Leute, ich hab's! Mann, halt's Maul! Weil ich die Magie bin. Ey, sag mal, wie findest du eigentlich diese Technik hier? Mann! Ende! Welchen Trick würdest du vorführen, wenn du bei Fulas wärst? Ist doch klar. Okay, für meinen heutigen Trick zauber ich Haido eine Freundin. Dem Kollegen da, genau. Achtung! You fooled us. So stolz ich auf diese Trophäe auch bin, Penn, Teller, ich muss euch was gestehen. Das war fake. Heiß Freundin, das war nur ich. Sorry, Bro. What the fuck? Well, das dachten wir uns schon. Behalt die Trophäe. Der Witz war es wert. Okay, cool. Kleine Frage fürs nächste Thema. Kannst du auch Ukulele spielen? Somewhere over the rainbow. Na, na, na. Ich weiß den Text nicht. Perfekt. Und für den Gag habe ich extra die Ukulele geholt. Hier ein paar Fragen, damit du eine Auswahl hast. Wenn du 30 Sekunden lang die Aufmerksamkeit der Welt hättest, was würdest du sagen? Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die nächsten 30 Sekunden habe ich Zugang zu jedem einzelnen Menschen auf diesem Planeten. Danke dafür, Mama. Ich möchte einmal kurz darauf hinweisen, die Somnium-Cards Prestige Edition ist in 2 bis 3 Wochen verfügbar in unserem Shop auf somniumcards.de. Aber kommen wir nun zu der Message, die ich jedem Menschen da draußen senden möchte. Wenn du in dieser Folge nur ein Wort sprechen könntest, was würdest du sagen? Wenn du eine Person in einer psychiatrischen Anstalt einsperren könntest, wer wäre das? Ganz klar, mich. Mich? Nein, mich. Dich? Ja, mich. Warum dich? Ja, warum nicht? Mann, ich hab wenigstens eine Freundin. Schnauze! Raus aus meinem Kopf! Halt's Maul! Kannst du einen heftigen Cardistry-Move machen, so mit Explosion? Riecht dir das? P.
Penny, bist das du? Zeit für ein neues! Martin, mach was! Kommt jetzt nicht normalerweise irgendwie Explosion? Okay, Karte streamt Explosion. Wurden die Bäume für die Samyum Eden Edition eigentlich schon gepflanzt? Yes, die wurden bereits gepflanzt, das ist auch schon länger her. Dazu hatten wir damals einen Instagram-Post gemacht, den verlinke ich euch einfach in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch alles nochmal durchlesen. Kombinier mal den Inder auf der Trommel und dich beim Lippern Polka singen. Du meinst den da? Und das da? Aber dieser Text hat keinen Sinn. Ich kann keinen Finish, denn ich bin kein Finne. Ich sing einfach irgendeinen Müll, den ich nicht mal wirklich richtig reimen will. Der Gag für die Folge funktioniert. Das hat jetzt auch der letzte Tracer kapiert. Aber eine Sache wollte ich noch kontrollieren. Habt ihr meinen Channel eigentlich schon abonniert? Kannst du mal alle Mattis vereinen? Ha, ist irgendwie nichts passiert. Was kannst du in der Kartenmagie am besten? Zum Beispiel ein Control. Na, ganz klar. Das 52 Kartenheb aufspiel. Und den Riffle-Fan. Wie reagiert Pino, wenn du ihn das Video machen lässt? Ja, Pino, was würdest du den Leuten sagen? Digi, ich bin ein Mädchen. Du Otto. Ach ja, kauft unbedingt die Prestige-Edition. Was würde passieren, wenn Hai eine Freundin bekommt? Meine Damen und Herren, ich melde mich heute bei Ihnen mit einer Eilmeldung. Der lang ersehnte Weltfrieden ist endlich eingetreten. Außerdem Zentralafrika, die Hungersnot der letzten Jahrhunderte, wurde endlich beendet. USA, die Vereinigten Staaten von Amerika haben einen nicht korrupten Präsidenten gewählt, der kein Vollidiot ist. Ein Jahrhundertspektakel. Wissenschaft, die Menschheit hat zum ersten Mal einen bewohnbaren Planeten außerhalb unseres Sonnensystems besiedelt. Das ist aber kein Problem mehr, da, Achtung, Sondermeldung, der Klimawandel gestoppt wurde und die Corona-Pandemie offiziell für beendet erklärt wurde. Wir sprechen mit unserem Experten Manfred Mustermann in Berlin. Manfred, wie kam es zu diesem Spektakel? Nun, zu diesem Spektakel konnte es mutmaßlicherweise dazu kommen, dass Haido eine Freundin bekommen hat. Ein gewisser Matthias Berger und sein Fulas-Auftritt soll damit auch irgendetwas zu tun haben. Wir sind uns dabei nicht sicher. Was machen Sachen? Was machen Sachen? Ja, ich weiß, tolle Frage. Das war dann aber auch schon die heutige Folge. Dankeschön, dass ihr euch das Ganze angeschaut habt. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare Fragen für die nächste Folge rein. Sorry, Bro. Das war ich. Bro, man. Everything about it. Pino, komm. Und eine Abschlussfrage habe ich für euch auch noch. Bitte mit YouTube auf. Selbstverständlich, für meine Zuschauer doch alles. Oh,